Hellas und willkommen zurück im PBM 172. Ich bin der griechische Captain. Wir sind in Runde 89 und jetzt geht's mal wieder in Single-Runden weiter. Denn ich habe ein bisschen Zeit und kann endlich mal die Videos sofort wieder aufnehmen. Ja, wir klicken mal eben schnell die Bautrupps durch, weil dieses komische Gelaufe hier, das nervt mich doch immer so ein bisschen. Ja, der kann da rüber, dass wir da das Produktionsfeld ansetzen. Und ja, ich glaube, das war schon mit den Bautrupps. Ah ja, hier haben wir noch einen Bautrupp, der kann auch nochmal den Bauernhof einrichten. Ja, das ist das. Wir gucken auf die Ereignisse und sehen hier, Edle Eve sehnt sich nach der Terrakotta-Armee. Na gut. Ah, dem fehlen nur noch 15, da kann ich Edle Eve erpressen. Okay. Dann... Terrakotta-Armee werde ich garantiert nicht bauen. Jualadin hat den Tempel, den Artemis-Tempel gebaut. Und zwar in Sniperhausen. Okay. Und das hat Auswirkungen, und zwar auf die Demografie. Und zwar, er hat jetzt 111 Nahrung. 111 Nahrung. Er hat jetzt schon 20 Nahrung, 23 Nahrung mehr als ich. Unheimlich viel, muss ich echt sagen. Dafür bin ich jetzt in der Produktion wie der Erste. 57 Produktion, weil ich wieder irgendwas umgestellt habe. Ne, ich habe einen Bevölkerungswachstum gekriegt irgendwo. In Sparta? Habe ich mir gekriegt? Nein. Dort auch nicht. Aber hier kann ich gleich mal umstellen auf das. In der Hauptstadt? Ne, auch nicht. Aber hier kann ich umstellen auf das Produktionsfeld. Und den dahin. So. Ne, in dieser Stadt habe ich gekriegt. Genau. In Jerusalem habe ich Produktion gekriegt. Wunderbar. Und da bauen wir weiter an unserem Bautrupp. Und danach bauen wir an einem Siedler, damit wir eine weitere Stadt hinsetzen können. Und zwar soll die nächste Stadt hierhin auf diesen Hügel direkt neben die Zitronen. Die Zitronen kann ich dann in Ruhe mal anbinden. Die Bananen kommen dann auch noch. Dann habe ich Pferde und Weizen. 1, 2, 3 Felder habe ich das. 1, 2, 3 Felder habe ich das. Ein idealer Punkt. Und hier noch ein paar Flussfelder. Wunderbar. Falls ich doch ein bisschen mehr möchte an der Stelle. Ja. Habe ich zwar hier den Fluss nicht, kann ich zwar später kein Wasserkraftwerk machen, aber ich brauche sowieso nicht überall Wasserkraftwerke. Hier in der Hauptstadt ist ein Wasserkraftwerk sinnvoll und wahrscheinlich in Guildford, da habe ich zwei Wasserkraftwerke, das sollte auch gut gehen. So, das wäre das und ja, dann gucken wir mal auf die anderen wichtigen Punkte, nämlich erstmal die Barbaren. Es sind wieder zwei nette Pferdchen hier. Ein Pferdchen hier, das können wir schön mal weghauen. Sehr gut. 12 Gold, 12 Kultur. Und dann haben wir noch hier ein nettes Pferdchen, was wir mit gemeinsamer Kraft zerlegen werden. 1, 2, 3. So, nochmal 12 Gold und 12 Kultur. Und, ja, noch besser, Kabul bin ich fast auch Verbündeter. Sehr gut. So, ziehen wir hier noch ein paar Einheiten. Ah ja, unsere Priestertruppe. Die Missionare sind unterwegs nach Quebec. Und der Missionar hier im Süden ist auf dem Weg nach Samarkand. Und die Missionar hier oben bei Edle Eve, der ist hier, geht ein Feld rüber und wird gleich mal Edle Eve 5 Bürger konvertieren. Sehr schön. 5 Bürger. Wunderbar. Macht 67 Gold nochmal dazu. Und was sehen denn meine Augen hier? Der Engländer hat sich mit einer Triere, einer angeschlagenen Triere vorgewagt. Gleich mal angreifen mit unserem wunderbaren Ignore-Geländekosten-Bogi, Spähbogi nach vorne. Und Attacke. 39 Schaden, sehr gut. Und natürlich wunderbare 3 Punkte da drauf. Und jetzt kommt 1, 2, 3. Gleich mal angreifen. So, dann ist er nämlich angeschmiert schon mal. Und dann muss er mit der Einheit zurückziehen. Nicht, dass der noch irgendwas entdeckt hier und meint, er weiß, dass ich hier irgendwelche Einheiten schon habe.
Die kommen nämlich langsam hier hinten aus Korinth heraus. So. Jo, und die anderen Einheiten, die wir so haben, gucken wir mal in die Bauliste. Nein, die ganzen Galeassen brauchen wir jetzt hier nicht. Er baut eine Galeasse noch fertig, dann baut er eine Triere. Wo haben wir es? Eine Triere, da. Na, vielleicht baut er nochmal eine Ersatzgaleasse danach. Und der hier baut eine Galeasse und einen Frachter. Weil ich brauche natürlich auch ein bisschen Geld. Weil minus 13 habe ich jetzt, das wird noch ganz schön teuer werden. Dementsprechend werde ich auch so schnell wie es geht hier anfangen, die Straßenverbindung zu bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder und 1, 2, 3, 4 Felder, damit ich diese beiden Städte angeschlossen habe. Damit ich schon mal ein bisschen Geld davon bekomme. Und hoffen wir, dass wir hier gute Ausbeute haben bei den Barbarenlagern, damit es da auch immer schön Geld aus Barbaren mir hinterhergeschmissen werden. Ja, so sieht's aus. Wir gucken auf die Forschung. Währung in einer Runde. Danach geht's weiter mit öffentlicher Verwaltung. Nein, das ist das Falsche. Da, öffentliche Verwaltung. Ups, so weit wollte ich nicht. So, und dann Bildungswesen. Zack. So sieht's weiter. Nach Bildungswesen muss ich mal gucken. Ich denke eigentlich, dass... nee, das nicht. Ist natürlich auch gut, enthält 25% Kultur in allen Städten, ist natürlich ideal. Aber ich habe ja eh kein... Das ist zu viel Produktion, die kann ich nicht verschwenden. Ich denke eigentlich, dass ich dann wirklich weiter auf die Navigation gehen muss, damit ich wirklich als allererstes schnell dann auch noch meine guten Galeassen in Fregatten umwandeln kann. Ja, weil wenn ich die dann in Fregatten umwandeln kann, kann ich damit auf jeden Fall schon mal ordentlich die Küsten unsicher machen. Okay, das wäre das. Und wir gucken nochmal auf die Demografie. Also, hatte ich glaube ich schon mal gezeigt. Und mehr gibt es dann jetzt nicht. Und wir sehen uns dann in Runde 90 wieder, wenn es weitergeht. Bei den schwedischen Stories bin ich doch gar nicht. Bei dem griechischen Captain Hellas.